Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.johlmedia.de, später das Video anschaut. Wir wollen heute weiter studieren im Leben von Jesus. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als Jesus und seine Taten und sein Leben zu studieren, so Schritt für Schritt, und zu sehen, wie er Gottes Charakter gezeigt hat und auch seine Jünger auf das Evangelium vorbereitet und hat und sie gelehrt hat. Wir möchten heute eigentlich nur einen kleinen Abschnitt anschauen, aber der sehr viel uns zu sagen hat, von dem wir viel lernen können. Und bevor wir das tun, wollen wir nach guter Gewohnheit Gott bitten, unsere Gedanken zu führen. Und ich lade euch ein, niederzuknien, wo es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, danke für dein wunderbares Wort. Und danke, dass wir im Leben von Jesus so viele Dinge lernen können, die uns für unseren persönlichen Glaubensalltag helfen. Danke, dass wir in den Evangelien so ein unglaublich schönes Bild von ihm sehen können. Dass, wenn wir Evangelium mit Evangelium vergleichen, dass die Schätze deines Wortes immer heller strahlen. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du unser Lehrer bist, dass dein Heiliger Geist unsere Gedanken führt, dass du mir die richtigen Worte jetzt auch schenkst und dass wir alle heute sagen dürfen, dass wir aus deinem Wort etwas gelernt haben, was uns näher zu dir gebracht hat. Das bitten wir im Namen Jesu, der für uns jetzt bittet. Amen. Schlagt mit mir auf Lukas Kapitel 9, und während wir aufschlagen, erinnern wir uns ganz kurz, was wir letzte Woche und die Woche davor betrachtet haben. Wir haben eine Geschichte angeschaut, die auch sehr interessant war, nämlich nachdem Jesus von dem Verklärungsberg mit seinen Jüngern Johannes, Petrus und Jakobus zurückkam, hat er was vorgefunden? Was war die Situation? Nur ganz kurz nochmal als Wiederholung, damit wir so ein bisschen, ja? Genau, ein Vater kommt mit seinem Sohn, und der Sohn hatte was für eine Krankheit? Er hatte Epilepsie, er war okkult belastet, er war dämonenbesessen, das hat sich bei ihm in Epilepsie gezeigt. Und er hatte zuerst Jesus nicht gefunden, weil Jesus war eigentlich wo? Auf dem Berg, ja, mit den drei Jüngern. Aber es waren 9 andere Jünger unten am Berg, und zu denen brachte er den Jungen. Und was ist dann passiert? Sie konnten ihn nicht heilen. Obwohl das nicht zu schwer war, oder? Denn sie hatten ja vorher, Wochen vorher oder Monate vorher bei der Missionsreise auch solche Fälle geheilt. Was war das Problem? Könnt ihr euch erinnern? Wir haben letzte Woche gesehen, warum konnten sie ihn nicht heilen? Was war ihr Problem? Woran war es gescheitert? Weiß jemand noch? Genau, sie hatten keinen, es mangelte ihnen an Glauben, ja, sie waren deprimiert, weil Jesus hatte 6 Tage zuvor davon gesprochen, 7 Tage davor, also eine Woche davor, 6 Tage, glaube ich, davon gesprochen, dass Jesus sterben würde, ja, und sie konnten das gar nicht einordnen, waren völlig deprimiert, ja, was ist jetzt mit der Mission, ja, die wir haben? Und dann waren sie auch noch eifersüchtig, ja, weil sie unten bleiben mussten, während 3 Jünger mit nach oben durften, ja. Und sie waren so ein bisschen niedergeschlagen, sie wussten nicht, wie es weitergeht, sie fühlten sich irgendwie wie Jünger zweiter Klasse, ja. Und jetzt kommt der Vater, und jetzt tun sie etwas, was sie eigentlich sonst auch getan haben, aber es klappt nicht. Und ich denke, wir alle haben schon in unserem Leben sowas erlebt, nicht wahr? Dass wir so entmutigt sind, weil wir irgendwie durch verschiedene Umstände, und dann klappt es nicht. Und dann kommen die Pharisäer, ja, und die sagen, ja, seht ihr, ja, ihr könnt es gar nicht. Und sie zweifeln noch mehr, und dann fängt die Volksmenge an zu zweifeln. Und wenn Jesus alles sieht, sagt er zu ihnen, wie lange soll ich noch ertragen? Ja, und wir haben gesehen, das war eine Anspielung auf die Geschichte in 4. Mose 14 in Kadesh Barnea. Ja, wie lange soll mich dieses Volk noch verachten? Unglaube. Und was macht dann was macht Jesus? Der Vater bringt den Sohn, nicht wahr? Und der Sohn fällt vor ihm nieder und hat seinen Anfall, ja? Und weil der Dämon Jesus sieht. Und was macht dann Jesus? Fragt ihn, wie lange geht das schon so? Ja? Und der Vater erzählt, und irgendwann kann der Vater nicht mehr und sagt, hilf mir! Und dann sagt er was ganz Besonderes, sagt, wenn du etwas kannst, hilf uns! Ja? Und was sagt Jesus als Antwort? Wenn du glauben kannst.
wenn du glauben kannst. Und was sagt er? Und dann die berühmte Stelle, was sagt der Vater? Ja, und der Tränen fällt er nieder und sagt, ich glaube, hilf mir wegzukommen von meinem Unglauben. Ja, und wir haben gesehen, Ellen White sagt in einem der schönsten Zitate, die ich überhaupt von ihr kenne, wenn wir das sagen, hilf, ich glaube, hilf meinem Unglauben, wenn wir das sagen zu den Füßen Jesu, können wir niemals verloren gehen, sagt sie. Niemals. Wenn wir uns selbst bemitleiden und sagen, ja, ich kann nicht glauben, ja, und ich gehe weg von Jesus, was anderes. Aber wenn ich mich zu den Füßen von Jesus werfe und sage, mir fehlt es an Glauben, hilf mir zu glauben, ja, können wir nicht verloren gehen. Und er heilt ihn und alle sind völlig, völlig begeistert. Ja, und da nehmen wir die Geschichte auf in Lukas Kapitel 9. In Lukas 9 und dort Vers 43. Und das haben wir den ersten Teil des Verses letztes Mal schon gelesen. In Lukas 9, Vers 43, dort heißt es, es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes. Ja, war ja auch ganz spektakulär. Und jetzt heißt es hier weiter, als sich nun alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern. Bis dahin erstmal. Also, wie ist die allgemeine Stimmung im Volk? Wie würdet ihr so die Stimmung der Menschen beschreiben? Sie sind verwundert, sie bewundern Jesus, ja, sind begeistert, alle reden über ihn, oder? Also als die Leute an dem Tag nach Hause gekommen sind, haben sie wahrscheinlich gesagt, stellt euch vor, was wir erlebt haben. Ja? Was für ein Wunder. Jesus war wieder in aller Munde. Immer wieder. Ja? Er war jetzt ja wieder in Galiläa zurück und alle sprachen von ihm. Aber Jesus hat jetzt eine Botschaft und an wen ist die gerichtet? Hier in diesem Vers. An die Jünger. Jesus hat jetzt hier keine Botschaft an die weitere Bevölkerung. Nicht, weil er sie nicht für sie interessiert. Er hat ja monatelang in Galiläa gewirkt. Ja? Aber ihr wisst, eigentlich hat Jesus, das haben wir die letzten Monate herausgearbeitet, er hat ja eigentlich momentan ein anderes Anliegen. Ja? Seit der Speisung der 5000 und seit er dort ganz viele Jünger verloren hat am nächsten Tag, hat er ein anderes Anliegen, was momentan ihm wichtig ist. Wisst ihr noch, welches sein Anliegen war? Was sich jetzt über eine Geschichte nach der anderen gezeigt hat. Was ist sein Anliegen? Genau, er möchte jemanden informieren über seinen kommenden Tod. Und wen möchte er informieren? Wen? Die Jünger. Er möchte Zeit haben für die Jünger. Und wir haben gesehen, er nimmt sich extra Zeit. Er geht nach Phönizien, ja, und trifft dort die syrophönizische Frau und dann geht er in die Dekapolis. Er meidet regelrecht oft Galiläa, damit er mehr Zeit mit seinen Jüngern hat. Und er will mit seinen Jüngern reden. Wir haben ja gesehen, wir haben jetzt einige Ereignisse gehabt, wo man merkt, er will eigentlich den Jüngern was beibringen. Das war die kananitische Frau, ja, wo er den Jüngern was beibringen wollte. Das war dann der Mann, der taubstumm war, wo er die Finger ins Ohr gesteckt hat. Und dann war das die Speisung der 4000 in der Dekapolis, wo die Heiden genauso behandelt wurden wie die Israeliten. Und dann der Blinde in Bethsaida, der sehen konnte, aber nochmal geheilt werden musste, weil er nicht richtig sehen konnte. Ja, das waren alles so Dinge, wo er eigentlich den Jüngern was beibringen wollte, wo es immer heißt, er hat das nicht vor der Volksmenge gemacht, immer sozusagen von der Volksmenge getrennt. Und dann die erste Leidensankündigung, ja, wo Petrus ihn dann zur Seite nimmt, dann die Verklärung, also die Geschichten, wenn man sie jetzt so wie auf einer Perlenschnur aufreiht, sind eigentlich alle für die Jünger gedacht. Ja. Die Zeit für den öffentlichen Dienst, die war davor gewesen. Jetzt ist erstmal die Jünger dran. Jetzt schauen wir mal in Markus Kapitel 9. Schaut mal in Markus Kapitel 9 und dort Vers 30. Markus 9 und dort Vers 30. Wer mag mal lesen? Genau, also von dem Verklärungsberg macht er sich auf den Weg. Wo zieht er lang? Er zieht durch Galiläa. Und was ist sein Anliegen? Was ist sein Anliegen?
Es ist was man immer noch nennt, die geheime Reise durch Galiläa. Jetzt ist es natürlich ganz schön schwierig für Jesus, durch Galiläa zu reisen und geheim zu bleiben, nicht wahr? Also sagt der Junge, er sagt niemand, also er geht durch die Gegenden, wo er sonst gepredigt hat, in den Synagogen und auf den Feldern gelehrt hat und am See, nicht wahr, gesprochen hat. Er geht durch dieselbe Gegend, aber er möchte nicht erkannt werden. Könnt ihr es sehen? Weil er hat den Eindruck, das, was ich jetzt den Jüngern sage, ist so wichtig, weil was würde passieren, wenn er erkannt wird? Wenn die Leute sehen, ah, Jesus ist da, was würde passieren? Alle würden kommen, sie würden alle Kranken mitnehmen, aus allen Krankenhäusern ja, mitnehmen und der ganze Tag wäre wieder damit zugebracht zu heilen. Jesus kam nicht einfach nur, um alle Kranken zu heilen, die es gab. Er kam auch nicht einfach nur dazu, um eine Evangelisation nach der anderen zu halten. Er musste sich auch Zeit nehmen für seine Jünger. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Menschenmassen hatten ja Wunder über Wunder gesehen, oder? Es mangelte nicht an Beweisen für Jesu Göttlichkeit, aber jetzt waren seine Jünger dran. Ne? Und das sagt uns auch, im Werk Gottes gibt es auch Zeiten, wo wir uns zurückziehen müssen, wo die Ausbildung von einigen wenigen mindestens genauso wichtig ist, wie die Verkündigung, nicht wahr, in alle Welt. Ja, das ist auch ein Punkt, den wir hier lernen können. Jesus hat natürlich immer wieder auch Gelegenheit ergriffen zu predigen, aber das war ihm jetzt wichtig, eine geheime Reise. Jetzt schaut mal in Vers 31, jetzt kommt die Begründung, warum er das macht. Wer mag Vers 31 lesen? Genau, wenn ein Satz mit denn beginnt, was ist das dann? Eine Begründung, ja? Also hier können wir sehen, warum er eine geheime Reise durch Galiläa macht, weil er die Jünger unterrichten möchte. Und das ist so wichtig und so delikat, dass es dafür eine besondere Atmosphäre braucht. War nicht das erste Mal, dass er das gesagt hat, oder? Oder war das erste Mal, dass er diese Dinge hier ankündigt? Nee, es war schon einmal. Was hat er beim ersten Mal gemacht? Wo hat er sie hingeführt? Wisst ihr es noch? Als er zum ersten Mal offen angekündigt hat, ich werde sterben. Das war, wenn ihr in Markus seid, war das kurz zuvor in Markus 8, wo hat er sie hingeführt? Könnt ihr euch erinnern? Er hat sie extra aus Israel weggeführt, nach Norden, Richtung Libanon, in eine Stadt namens Caesarea Philippi. Und auf dem Weg sogar, nicht mal in der Stadt, aber auf dem Weg, ja, so am Wegesrand, am Feldrand, sagt er dann übrigens, hey, ich muss euch was sagen. Wir werden nach Jerusalem zurückgehen und ich werde getötet werden und ich werde am dritten Tag auferstehen. Und ihr wisst ja noch, was passiert ist, oder? Die Jünger haben das verstanden? Gar nicht verstanden. Im Gegensatz, Petrus sagt, also unter gar keinen Umständen, ja. Und Jesus muss ihnen deutlich tadeln. Jetzt will er ihnen das wieder sagen. Ja, er sagt es ihnen erneut. Was meint ihr? Warum sagt Jesus es erneut, obwohl er es schon einmal gesagt hat? Sie sollen sich nochmal Gedanken machen, genau. Warum wiederholt Jesus bestimmte Dinge immer wieder? Dass sie es besser verstehen, weil sie haben es bisher noch nicht verstanden, oder? Es ist noch gar nicht, also noch haben sie noch gar nicht verstanden. Und deswegen muss er die Sachen immer und immer wiederholen. Das sehen wir in der Bibel ganz oft, dass wichtige Dinge immer wiederholt werden, weil wir so langsam sind, sie zu verstehen. Und ist nicht interessant, würdet ihr sagen, das war eine einfache, anzunehmende Botschaft oder eine schwierige Botschaft für die Jünger? War die Botschaft schwierig oder leicht anzunehmen? Das war super schwierig. Das war die Enttäuschung schlechthin, ja? Weil sie hatten, wie viel hatten sie aufgegeben? Alles, in der Hoffnung, einmal Minister zu werden von dem kommenden König. Ja, ich meine, das war ihr Ding. Ja, sie wollten Minister sein von dem König. Und das werden wir auch noch sehen. Das ist auf dieser Reise auch noch gleich Thema, dann in ein paar Wochen. Und jetzt sagt Jesus, ich werde sterben. Und sie fragen sich ja, warum haben wir das aufgegeben? Warum sind wir überhaupt mitgegangen? Ja? Und sie verstehen gar nicht, meint er überhaupt sterben? Ja? Also, weil der Messias muss doch alle Römer vertreiben. Ja? Was meint er denn mit sterben? Was meint er? Und das ist schwierig für sie. Und schaut mal, wie liebevoll Jesus ist. Wenn man eine schwierige Botschaft einem anderen mitteilen möchte, etwas, was wirklich schwer
zu akzeptieren ist. Was für eine Atmosphäre ist am geeignetsten dafür? Also wenn ihr eine Botschaft habt, jemandem etwas erklären müsst, wo ihr wisst, das mag der eigentlich nicht, das ist gegen seine Vorstellung. In welcher Atmosphäre sagt man sowas am besten? Wenn man alleine ist, ja, wenn man Zeit zum Nachfragen hat, wenn es nicht so zwischen Tür und Angel ist, ja, und ihr seht, was wir hier von Jesus lernen, er hat ja zweieinhalb Jahre schon mit seinen Jüngern verbracht. Und er hat zweieinhalb Jahre fast gar nicht drüber gesprochen und erst nach zweieinhalb Jahren zum ersten Mal das deutlich angesprochen und dann immer noch in einem geschützten Rahmen. Könnt ihr sehen, wie liebevoll Jesus auch unangenehme Wahrheit offenbart? Jesus hat sich nicht einfach hingestellt und gesagt, das ist wichtig für euch, glaubt das jetzt, ja, vor allen anderen. Ja, ihr glaubt das nicht? Er war sehr taktvoll. Das können auch wir lernen, wenn wir unangenehme Wahrheiten weitergeben müssen, dann müssen wir es mit Taktgefühl machen. Ja? Und ich glaube, jeder von uns kann sich an Situationen erinnern, wo wir es vielleicht nicht so gemacht haben. Ja? Aber da müssen wir lernen daraus und uns an Jesus orientieren. Okay, also wir haben gesagt, es gab schon vorher mal eine Stelle und wir vergleichen das ganz kurz mal. Also wir hatten jetzt hier in Markus Kapitel, 9, Vers 31, ne? Wir vergleichen mal mit Markus Kapitel 8 und Vers 31. Sagt Jesus dort das Gleiche oder gibt es da noch ein bisschen Differenzierung? Wer mag mal Markus 8, Vers 31 lesen? Bist du in Markus 8? Genau, aber ich meinte jetzt Markus 8, Vers 31. Habe ich vielleicht falsch gesagt, sorry. Markus 8, Vers 31. Genau, könnt ihr sehen, das heißt hier, er fing an, sie zu lehren. Heißt also, das war der Anfang, es muss immer wieder geschehen. Ja? Er würde das weiterführen. Was sind die drei Dinge, die er hier vorher gesagt hat? Drei Hauptereignisse. Also Leiden, und zwar durch wen? Durch die Führer, genau, durch die Leiter des Volkes, weil die würden ihn verwerfen. Ja? Die werden ihn verwerfen. Okay, was noch? Er wird getötet werden, genau, sein Tod. Und was ist das Dritte? Genau, Auferstehung am dritten Tag. Das waren die drei Informationen, die er ihnen gegeben hatte. Ja? Am dritten Tag. Und zwar in allen Parallelberichten, in Matthäus, Markus und Lukas, hat er ihnen beim ersten Mal gesagt, bei der ersten Ankündigung, ich werde leiden, ja, die Pharisäer werden und die Schriftgelehrten werden mich ablehnen, die Obersten werden mich ablehnen, sie werden mir Leiden zufügen, ich werde sterben und ich werde am dritten Tag auferstehen. Jetzt schauen wir in Markus 9, jetzt in Markus 9 und dort Vers 31, was sind die drei Ereignisse, die er dort vorhersagt? Genau. Welche Elemente sind gleich wie bei der ersten Ankündigung? Also Tod ist dasselbe, ja? Und Auferstehung. Aber gibt es etwas Neues hier? Gibt es etwas, was er vorher noch nicht so gesagt hat? Okay, also er lehrt also weiter, ja? Ist also eine Fortsetzung. Genau, er spricht hier von einer Auslieferung. Könnt ihr sehen? Er wird ausgeliefert werden. Das ist das neue Detail, was er ihnen noch nicht gesagt hatte. Jemand würde ihn ausliefern.
und zwar in die Hände der Menschen, die dann, das wussten die Jünger schon, diese Menschen würden dann ihm viel Leiden zufügen. Also was wir hier sehen, ist ein ganz wichtiges biblisches Prinzip. Jesus wiederholt, aber er wiederholt nicht nur, sondern er fügt etwas hinzu. Wo kennt ihr dieses Prinzip von Wiederholung und Hinzufügung? Wo etwas wiederholt wird und es kommen noch neue Details dazu, die man vorher nicht kannte. Ganz, ganz, ganz berühmt. Wo gibt es das in der Bibel, dass etwas wiederholt wird und bei jeder Wiederholung kommt ein bisschen mehr dazu? Ja. Also ganz, ganz, ganz bekannt ist das in einem biblischen Buch, das Prophezeiungen enthält. Nämlich im Buch Daniel. Und Daniel gibt es nämlich eine Prophezeiung über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, ja, Eisen und Ton, Papsttum. Und dann gibt es eine Prophezeiung über Babylon, Persien, Griechenland, Rom. Und da wird immer wiederholt, dieselben Reiche, aber jedes Mal kommen noch ein paar mehr Details dazu. Ja? In Daniel 2 weiß man nur, dass es Silber ist, Medo-Persien. Ja? Und dann in Daniel 7 kommt hinzu, dass es drei Reiche getötet hat und dass es auf einer Seite hing. Ja? Und in Daniel 8 kommt noch dazu, dass die höhere Seite später, also es kommen ja mehr Details dazu, das meine ich. Ja? Und das ist ein Prinzip, das Jesus immer wieder anwendet. Wie nennt man dieses Prinzip in der Bibel? Linie auf Linie, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig, Wiederholung und ein neues Detail dazu. Ja? So ist auch die Offenbarung, ja? Wird immer wiederholt, Gedanken und dann kommt was Neues dazu. So lehrt Jesus seine Jünger. Er wiederholt nicht einfach stupide, er bringt immer auch was Neues dazu, aber immer nur so viel, wie sie gerade tragen können. Das ist ganz interessant, wenn wir das jetzt dann studieren im Laufe der nächsten Monate. Jedes Mal, wenn er über seinen Tod spricht, fügt er noch was Neues hinzu. Er sagt nicht einmal alles, was passieren wird. Hätte er auch machen können, oder? Er hätte einmal sagen können, hey, pass mal auf, ich erzähle euch jetzt, was passiert. Es wird das, 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 das passieren. Da wären seine Jünger wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen. Stattdessen sagt er ganz vorsichtig, also pass mal auf, ich werde leiden, ich werde sterben, am dritten Tag auferstehen. Ja? Und dann jetzt sagt er, es wird mich jemand ausliefern. Ja? Und wir sehen, jedes Mal kommen mehr Sachen dazu. Er bereitet sie Schritt für Schritt darauf vor. Das macht Jesus auch mit uns so. Er sagt uns nicht alles, was unangenehm ist für uns, gleich sofort. Sondern er führt uns Schritt für Schritt. Wenn wir das eine angenommen haben, können wir das nächste verstehen. Ne? Und wenn wir es noch nicht angenommen haben, ist es dann hier immer noch gut, dass es mal wiederholt wird, nicht wahr? Dass wir sozusagen da hoffentlich mitwachsen können. Okay, hatten denn die Jünger das bisher verstanden? Haben wir schon gesagt? Nicht so wirklich, oder? Erinnert euch nochmal in Markus 9 und dort Vers 10, dieser berühmte Satz in Markus 9, Vers 10, oder interessante Satz, da heißt es, als Jesus vom Berg herabgestiegen, erinnert euch vielleicht, ja, Jesus ist vom Berg herabgestiegen, und die drei Jünger haben noch gefragt wegen Elia und dann sagt Jesus, als sie die Volksmenge sehen, danach nach Elia gefragt, aber jedenfalls, als sie die Volksmenge sehen, sagt er, Jesus sagt wem davon? Niemandem davon. Bis wann sollten sie es geheim halten, den Verklärungsberg? Bis ich von den Toten auferstanden bin. Ja? Und dann schaut mal, was sie sagen in Markus 9, Vers 10. Da heißt es, und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeute. Ja. Also die haben das zwar gehört, aber hatten keinen blassen Schimmer, dass Jesus wirklich meinte, dass er wirklich stirbt und wirklich von den Toten aufersteht. Das kam ihnen nicht in den Sinn. Und entsprechend musste Jesus das jetzt wiederholen. Ich stelle mir die Frage, persönlich, wie viele Dinge, die Gott uns sagt in der Bibel, oder im Geist der Weissagung, sind eigentlich sonnenklar und wir verstehen sie noch nicht und interpretieren die immer irgendwie, obwohl sie einfach sonnenklar gemeint sind und Jesus muss sie immer und immer wieder uns zeigen, bis es endlich durchsickert, dass er das wirklich meint. Übrigens, hier in Markus 9, Vers 31 steht sogar wörtlich, der Sohn des Menschen ist ausgeliefert. Also das wird so in Präsens geschrieben, um quasi so, um das so plastisch wie möglich zu machen. Ja, er ist ausgeliefert. Ja, also so richtig dramatisch ausgedrückt. Jetzt schauen wir mal in Lukas 9. In Lukas 9 und dort Vers 44. In dem Parallelbericht. Lukas 9 und dort Vers 44. Wer mag lesen? Lukas 9 und dort Vers 44.
Ganz genau. Also was hier auffällt, Lukas lässt die anderen Sachen sogar weg. Könnt ihr sehen? Also Tod, Auferstehung erwähnt er gar nicht, weil das war hier das Neue. Das war das, was jetzt als Zweites dazu kam. Und er sagt was Interessantes. Er sagt, wie fängt er an hier in Vers 44? Genau, wie klingt das für euch? Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Also wenn jemand anfängt, zu euch zu reden und der erste Satz ist, lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Was würdet ihr denken? Oh, wir müssen jetzt gut zuhören, oder? Das ist wichtig. Mich erinnert das so ein bisschen an, könnt ihr euch noch erinnern an den Taubstummen, wo Jesus die Finger in die Ohren legt und sagt, jetzt hör doch mal, Ephata, mach dich auf. Ja? Mach dich auf. Im Griechischen steht dort eigentlich, setzt diese Worte in eure Ohren. Also eigentlich, was Jesus sagt, ist, ihr müsst aktiv diese Worte nehmen und sie in eure Ohren setzen. Das ist eine interessante Idee von Hören. Ja? Weil Hören, denken wir meistens, ist immer, ich setze mich, ja? Ich sitze jetzt da und ich höre zu. Ja? Aber ihr kennt es vielleicht, man kann in einer Predigt sitzen und zuhören und gar nicht mitbekommen, was gesagt wird, oder? Man kann sich so wegträumen irgendwo hin, man hört und hört. Aber Jesus sagt, nehmt diese Worte und setzt sie in eure Ohren. Ja? Sorgt dafür, dass ihr also aktiv zuhört. Wichtiger Punkt. Weil Jesus wusste schon, das fällt ihnen schwer, das anzunehmen, weil sie so sehr mit den Lehren der Pharisäer noch durchdrungen waren. Diese Tradition der Pharisäer war so stark, dass nach 2,5 Jahren mit Jesus sie nicht glauben konnten, dass er das meint, was er sagt. Oder? Und Jesus sagt, nehmt diese Worte und setzt sie in eure Ohren. Also ich kann mir vorstellen, dass Jesus, wenn er heute hier wäre, uns auch sagen würde, nehmt diese Worte, die dreifache Engelsbotschaft, ja, nehmt diese Worte und setzt sie in eure Ohren. Hört richtig zu. Nun, lass uns mal einen Bibeltext lesen noch dazu, der gut passt, und zwar in Hebräer Kapitel 2 und dort Vers 1. Hebräer Kapitel 2 und dort Vers 1 gibt eine gute Anwendung für das, was wir gerade gesagt haben. Hebräer 2 und dort Vers 1. Ich kann das mal lesen. Hebräer 2, Vers 1, dort steht, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Der Paulus sagt zu den Hebräern, achtet auf das, was ihr gehört habt. Weil wenn ihr nicht darauf achtet, was passiert? Dann werdet ihr abgleiten. Was mit Petrus passiert, als er hier immer wieder nicht hinhört? Er wäre beinahe verloren gegangen. Ja, und das ist genau diese Sache. Wenn wir nicht hinhören, was Gott uns sagen möchte, dann stehen wir in der Gefahr, abzugleiten. Also, Jesus hat gesagt, er wird ausgeliefert. Wohin wird er ausgeliefert werden? In die Hände der Menschen. Kennt ihr noch eine Geschichte, wo jemand die Wahl hat, ob er sich in die Hände Gottes ausliefern lässt oder in die Hände von Menschen? Der David, oder? Wisst ihr, welche Geschichte war das? Wo David vor die Wahl gestellt wird, willst du in die Hand Gottes fallen oder in die Hand der Menschen? Ja, fast genau. Also es gibt ja mehrere Sünden von David, die berichtet werden. Eine ist die Sünde mit Bathseba. Es geht um eine andere Sünde, die er gemacht hat. Er hat das Volk gezählt, um seine eigene militärische Stärke irgendwie so zu präsentieren. Und dann kommt auch die Botschaft an ihn, dass er die Wahl hat. Schaut mal mit mir in 2. Samuel 24. Was David dort sagt, ist sehr interessant. 2. Samuel, Kapitel 24 und dort Vers 14. Das war auch ein Prophet, der zu ihm gekommen ist, ganz genau. Das war Gad. Ja? Bei Bathseba war es Nathan, aber hier ist der Prophet Gad. Hast du recht gehabt. Der Prophet kommt und sagt, pass auf, du kannst wählen. Und gibt ihm dann drei Dinge, die er wählen kann. Ja? Und dann schaut mal, was die Antwort von David ist. Er mag mal lesen. In 2. Samuel 24, Vers 14. 2. Samuel 24, Vers 14. Und David sprach zu Gad, mir
Ist interessant. Was sagt David, als er die Wahl hat, in die Hand Gottes zu fallen, also von Gott bestraft zu werden oder von Menschen bestraft zu werden? Überlegt mal, wenn ein Prophet zu euch kommen würde und sagt, du hast gesündigt und du kannst dich jetzt entscheiden, ob du von Gott gestraft wirst oder von einem Menschen gestraft wirst. Was würdest du sagen? Also ich meine, eins ist sicher, Gott kann viel mehr, oder? Er hat viel mehr Macht. Potenziell könnte er mir sehr viel mehr Schaden zufügen, oder? Als irgendein Mensch es könnte. Aber David sagt, wenn ich mich entscheiden muss, von wem ich gestraft werde, möchte ich lieber vom allmächtigen Gott gestraft werden, als von einem Menschen. Was ist der Grund? Genau, Gott straft, aber er vergibt auch. Er ist barmherzig. Und er ist, selbst in seinem Zorn ist er noch barmherzig. Ja? Denn er kann ja nicht aufhören, er selbst zu sein. Während Menschen können wirklich gemein sein, oder? Sündige Menschen können sogar sehr gemein sein. Und Jesus sagt, ich werde ausgeliefert werden in die Hände der Menschen. Er sagt hier nicht mal allgemein, er sagt nicht speziell die Hände der Führer, das hat er schon gesagt. Er sagt, ich werde ausgeliefert werden in die Hände der Menschen. Und ich glaube, möglicherweise spielt er auf diese Geschichte an, weil David konnte wählen, ja. Aber Jesus wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden und die werden, wie viel Gnade mit ihm zeigen? 0,0. Die werden ihn fertig machen. Ich weiß nicht, ob die Jünger diese Verbindung zu David bemerkt haben, ja. Aber Jesus macht damit deutlich, das wird eine schlimme Sache. Ich werde in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Jetzt schauen wir ganz kurz, was ist die Reaktion? Ja, Ellen White sagt an der Stelle, er fügte die merkwürdige und feierliche Ankündigung an, dass er in die Hände der Feinde verraten werden würde. Weil, wenn man ausgeliefert wird, dann stellt sich ja die Frage, einmal wohin oder an wen wird man ausgeliefert und welche andere Frage stellt sich? Von wem? Könnt ihr mir sagen, wer ist es, der ihn ausliefern wird? Wer wird ihn ausliefern? Judas Iskariot, der hier unter den 12 steht. Könnt ihr sehen, warum er das sozusagen, das jetzt der zweite Schritt ist? Im ersten Schritt sagt er seinen 12 Jüngern, was passieren wird. Jetzt im nächsten Schritt sagt er, ich werde ausgeliefert werden. Er sagt noch nicht durch wen. Aber das ist eigentlich auch eine ganz subtile, feinfühlige Warnung an den Judas, mal diesen Gedanken zu durchdenken. Stell dir vor, mein Meister Jesus wird ausgeliefert werden. Würde mir das gefallen oder nicht? Ja. Das wäre eine Gelegenheit für ihn zu sagen, oh, das ist ja furchtbar, sowas sollte niemals passieren, er sollte niemals ausgeliefert werden, das wäre eine Hilfe gewesen, später es nicht zu tun. Was ich meine? Jesus spricht hier allgemein, er spricht nicht zu Judas direkt, aber ich denke, wir können uns sicher sein, dass er hat Judas vor Augen gehabt. Er hat Judas gemeint. Jesus spricht vielleicht nicht immer direkt uns mit Namen an, aber das, was er sagt, ist manchmal direkt für uns gemeint, weil er ja sieht, auf welchem Weg wir uns vielleicht befinden. Und er macht sich früh auf, um uns zu warnen. Wisst ihr, wann Gott die Israeliten gewarnt hat vor der Zerstörung Jerusalems? Wann war das erste Mal, dass Gott die Israeliten gewarnt hat, dass Jerusalem zerstört werden könnte? Und dass sie ins Exil kommen könnten nach Babylon? Ihr wisst, das war im 6. Jahrhundert vor Christus, zur Zeit von Daniel und von Hesekiel. Wann hat er sie zum ersten Mal davor gewarnt? Wisst ihr das? Wann hat Gott zum ersten Mal gewarnt, hey, wenn ihr gegen mich seid, wird das passieren. Ihr werdet ins Exil kommen. Hm? In welcher Zeit? Jesaja? Ja, Jesaja, Jeremia? Salomo? Mose sagt das schon. Mose sagt in 5. Mose, bei Segen und Fluch, wenn ihr Gottes Gebote bricht, es wird das und das und das passieren und am Ende wird ein Volk kommen mit einer stammelnden Sprache aus fernen Ländern, die werden die Stadt erobern, ihr werdet eure Kinder essen in der Stadt vor lauter Hungersnot und ihr werdet ins Land weggetrieben werden. 800 Jahre vorher
sagt Gott schon. Also die sind noch nicht mal in Jerusalem, die sind nicht mal in Kanaan, geschweige denn in Jerusalem. Die sind noch auf der Wüstenwanderung, sagt Gott schon, das wird passieren. Und Interessante sagt, in 5. Mose sagt er ja, ich kenne schon eure Gedanken, mit denen ihr umgeht. Gott sieht schon 800 Jahre im Voraus, wohin bestimmte Gedanken führen. Wenn sie jetzt nicht ganz mit Gott zusammen sind, dann werden sie später irgendwann einen Götzendienst betreiben. Das wird irgendwann dazu führen, dass sie sich so weit von Gott entfernen, dass sie aus dem Land getrieben werden. Ja, und Gott warnt sie 800 Jahre vorher. Gott warnt uns so früh wie möglich. Er warnt den Judas hier ein ganzes Jahr oder ein knappes Jahr vorher schon. Ich meine, es gab ja schon mehr Warnungen an den Judas, nicht wahr? Ist ja nicht die erste. Okay, schauen wir ganz kurz, wie ist die Reaktion der Jünger? Schauen wir ganz kurz in Matthäus 17. Ich nehme ganz kurz die drei Parallelstellen an und dann sind wir fertig für heute. Matthäus 17, wie ist die Reaktion, als sie das erneut von Jesus hören? Zum zweiten Mal. Matthäus 17, Vers 23. Wer mag mal lesen? Sie wurden sehr betrübt. Jesus sagt ja nichts eigentlich anderes als Prophetie, oder? Biblische Prophetie, die zu ihrem Heil ist, aber es bedeutet Trauer für sie. Wenn Gott uns die Wahrheit zeigt, heißt es nicht immer, dass wir fröhlich sind. Ja? Die waren hier betrübt. Aber was war das Problem? Schauen wir mal in Markus 9, Vers 32. Was war das Problem der Jünger? Markus 9, Vers 32. Markus 9, Vers 32. Wer mag mal lesen? Markus 9, Vers 32. Genau. Also sie sind betrübt, sie merken, es ist irgendwie eine ungute Nachricht. Aber das Problem ist, sie verstehen nicht, was er sagen will. Ja? Wir haben es schon mal gesagt, das ist ja nicht so schwer zu verstehen, oder? Wir wissen, was Ausliefern bedeutet, wir wissen, was Sterben bedeutet, wir wissen, was Auferstehen bedeutet. Aber ihr Denken war so von den Traditionen der Pharisäer geprägt, von diesen politischen Traditionen, dass sie nicht begreifen konnten, dass Jesus sagt, was er meint. Oder meint, was er sagt, vielmehr. Aber was noch viel größer das Problem war, ich meine, ist Gott uns böse, wenn wir mal was nicht verstehen? Nö, also ich meine, intellektuelle Schwäche ist keine Sünde. Ja? Mal etwas nicht zu verstehen oder auf dem Schlauch zu stehen, das ist nicht das Problem, weil Gott weiß, dass wir schwach sind. Er weiß, dass wir eigentlich, wer sind wir schon? Ja? Aber was ist unser Vorrecht? Unser Vorrecht ist es doch, immer zu Jesus zu gehen und zu fragen. Haben das die Jünger früher gemacht? Haben die Jünger sonst Jesus gefragt oder eher nicht so? Wann haben sie ihn zum Beispiel gefragt? Fällt euch noch was ein, wo er... Ja, Matthäus 24, da fragen sie ihn, genau. Bei den Gleichnissen fragen sie auch, ja, also dieses Gleichnis haben wir nicht verstanden, erklär uns das mal, ja, und erklärt es ihnen. Aber sie fragen ihn nicht, sie fürchten sich. Das heißt, sie fürchten sich, ihn zu fragen. Und wisst ihr, wenn wir uns fürchten, Gott zu fragen, was bedeutet das, ich verstehe es nicht, dann sind wir in einer Situation, wo Gott uns nicht helfen kann. Wenn wir denken, ich verstehe es nicht, aber ich will auch nicht fragen, dann sind wir in einer Situation, wo Gott uns nicht helfen kann. Das ist sehr gefährlich. Schauen wir noch in Lukas 9, Vers 45. Da haben wir denselben Gedanken in Lukas 9, Vers 45. Wer mag mal lesen? Genau, könnt ihr sehen, der Lukas, der beeilt, der bemüht sich richtig, das auszudrücken. Ja? Sie verstanden das Wort nicht, es war ihnen verborgen, sie konnten es nicht, sodass sie es nicht begriffen. Dafür gibt es einen Grund. Aber den werden wir heute nicht mehr studieren, sondern in einer der nächsten Folgen. Es gibt einen ausdrücklichen Grund, warum sie es nicht verstehen können. Und das liegt nicht daran, dass das zu kompliziert ist, das ist ja keine Prophetie. Es liegt auch nicht daran, dass sie zu dumm sind, es liegt an einer Herzenseinstellung. Eine Herzenseinstellung, die es vorher ihnen unmöglich gemacht hat, den Mann zu heilen und den Jungen zu heilen. Und jetzt ist es ihnen unmöglich, das hier zu verstehen. Das werden wir dann in einer der nächsten Folgen ausbreiten. Denn auf dem Weg redet nicht nur Jesus mit ihnen, sondern sie reden auch untereinander. Und wenn ihr das schon ein bisschen wisst,
was die nächsten Geschichten sind, wisst ihr, was sie miteinander sprechen, oder? Weiß es jemand von euch? Sie sprechen, ich verrate schon so viel, sie sprechen was miteinander. Wer ist der Größte? Wer wird Ministerpräsident? Ja. Du bist nur Verkehrsminister und du bist nur Handelsminister, ich werde Ministerpräsident. Wer ist der Größte? Das ist ihr Denken, das ist in ihrem Kopf drin. Und jetzt, was meint er wohl, was sie, warum sie nicht verstehen, dass er sagt, ich werde sterben, ich werde ausgeliefert, ich werde leiden, ich werde sterben. Wie, was? Wir sind gerade dabei, wer Minister wird. Wie, das passt nicht. Ja. Das sich selbst erhöht, macht es unmöglich, die prophetische Evangeliumsbotschaft zu verstehen. Unmöglich. Deswegen ist Gottes Kampf immer gegen unser Ich, also gegen unseren Stolz. Der muss besiegt werden, damit wir die Botschaft verstehen können. Und damit sind wir am Ende angekommen. Der Vers, der das bekräftigt, allerletzter Vers, in 2. Korinther 3, 4, 3. 2. Korinther 3 und dort Vers 2. Korinther 3 und dort ab Vers 14, da heißt es über die Juden dann zur Zeit von Paulus, aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in wem weggetan wird? In Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, also auf ihrem Denken, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen werden. Also was der Vers sagt, ist ganz deutlich. Wenn jemand nicht bekehrt ist und er liest die Bibel, was hat er auf dem Kopf? Er hat ein Brett vorm Kopf, er hat eine Decke auf dem Kopf. Er versteht die Worte nicht. Er kann sie erst richtig verstehen, wenn er Gott kennenlernen möchte. Wenn er sagt, hilf mir, wenn er sich zu Gott bekehrt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dann wird die Decke weggenommen, dann ist das Brett vom Kopf weg. Plötzlich macht die Bibel Sinn. Ich glaube, das habt ihr alle erlebt, oder? Man kommt vielleicht in der Gemeinde groß geworden und man liest Bibel, dann verstehe ich gar nichts, aber als man Jesus kennenlernt, macht plötzlich die Bibel Sinn. Man versteht es, man hat das Gefühl, Gott spricht zu einem. Und das fehlt ihnen hier. Sie haben buchstäblich ein Brett vorm Kopf. Jesus predigt das Evangelium so klar und so deutlich, man kann es gar nicht missverstehen und doch kann man es missverstehen. Der Stolz im eigenen Herzen macht es unmöglich. Und deswegen müssen wir Gott bitten, dass wenn wir die Bibel lesen, dass er unser Herz reinigt, unser Herz verändert, damit wir bereit sind, auch die Botschaft anzunehmen, die wir sonst nie annehmen würden. Und noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir wieder sehen durften, wie liebevoll und taktvoll Jesus arbeitet. Herr, wenn wir nur so sein könnten wie er, noch viel mehr, das wünschen wir uns so sehr. Danke, dass du versprochen hast, dass durch das Anschauen wir durch deinen Geist verändert werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du in unserem Herzen den Stolz besiegst durch deinen Heiligen Geist, dass wenn wir die Bibel lesen, wir nicht ein Brett vor dem Kopf haben, weil wir immer nur darüber denken, was wir vielleicht am besten tun können, wie wir am meisten profitieren können. Herr, du weißt, wir alle leiden so oft darunter. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir mit Jesus im Herzen die Bibel lesen können und verstehen können, was er uns sagen will, weil es für uns zum Allerbesten ist. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.